Hi, ich bin Ben, das ist Patty. Herzlich willkommen zu den Happy News. Die Rentenkasse der italienischen Provinz Emiliana-Romagna ist einem Betrüger auf die Schliche gekommen. Der 84-jährige Emilio Casali hatte wohl gehofft, dass die Behördenfüchse ihr Versehen nicht bemerken würden. Denn 1996 hatte er den luxuriösen Betrag von einem ganzen Cent zu viel ausgezahlt bekommen und hatte dies nicht gemeldet. Doch heute, nur 17 Jahre nach dem Vergehen, wurde er gestellt und die Behörde verlangt nun ihr Geld zurück. Jedoch lassen die Beamten noch einmal Gnade vor Recht walten. Sollte der Rentner den Betrag nicht auf einmal parat haben, darf er laut Forderungsschreiben auch in Raten zurückzahlen. Dass der Brief, die Bürokratie und die Briefmarke das wohl 500-fache gekostet haben als der geforderte Betrag, ist dabei wohl nebensächlich. Das Ex-Disney-Pop-Sternchen Miley Cyrus bastelt aktuell nicht nur an einem Karriere-Image-Wechsel, sondern mischt auch das Bildungssystem ordentlich auf. Die Grand Valley State University in Michigan muss dank Miley ihr 18 Jahre altes Wahrzeichen jetzt abmontieren. Denn seitdem die Sängerin in ihrem Video Wrecking Ball ziemlich nackt auf einer Abrisskugel hin und her geschwungen ist, probieren Studenten der University nachts auf dem Pendel der Schule Gleiches nachzustellen. Und ich will nicht wissen, woran sie dort lecken. Natürlich wurde die Statue allein aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das kann gefährlich sein. So eine Blasenentzündung ist schon unangenehm. Letzte Woche hat außerdem eine Schule im amerikanischen Maryland den von Miley Cyrus so populär gemachten türkischen Tanzstil verboten. Jugendliche, die dem Schultanz der Annapolis High beiwohnen wollen, also diese Prom-Veranstaltung, müssen jetzt einen Vertrag, einen Tanzvertrag unterschreiben, an dem sie anstößige Twerk-Sachen unterlassen. Hier unterschreiben. Keine anstößigen Twerk-Sachen mehr. Doch das passiert natürlich nicht rein wegen der Anstößigkeit. Vielmehr müssen andere Jugendliche vor Twerk-Anfällen geschützt werden, die sich dadurch ausgeschlossen fühlen könnten. Die 9-jährige Emma Rose ist fast komplett blind. Nur 3 cm weit können ihre Augen ihr Umfeld erfassen, denn sie leidet unter einer Fehlentwicklung des Sehnervs. Eine Technikfirma aus Kanada hat ihr jetzt neue Hoffnung gegeben. Die von ihnen entwickelte Brille namens eSight kann Sehfelder neu berechnen. 2 LED-Schirme kalibrieren, an die Sehschwäche angepasst, ein optimiertes Bild der Außenwelt. So können die Sichtfelder für Sehbehinderte direkt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt berechnet werden. Für viele Sehbehinderte bedeutet das ein fast perfektes Sichtfeld. Eigentlich kostet die Brille stolze $10.000, doch Emma Rose kann sie kostenlos benutzen und kann jetzt auch wieder ohne Hilfe am Unterricht teilnehmen und bestimmt auch andere tolle Sachen machen. Also, ne? Fernsehen gucken, YouTube gucken. Taschenlampe, Wegweiser, Kompass, Smartphones haben mittlerweile alle möglichen Funktionen. Ein Tankstellenmitarbeiter konnte allerdings nicht ahnen, wie wichtig ihm sein Handy einmal werden würde. Früh morgens stürmte ein bewaffneter Räuber in seine Tankstelle in Florida und forderte Zugang zum Tresor. Doch keiner der Anwesenden besaß einen Schlüssel dafür und so blieb der Safe geschlossen. Also musste der Täter von dann ziehen und war natürlich ein bisschen frustriert und auch angepisst und feuerte noch so im Herausgehen einen Schuss ab. Beruhigt über den glimpflichen Ausgang der Situation riefen die Angestellten die Polizei. Nach dem ersten Schock bemerkte einer der Mitarbeiter allerdings leichte Brustschmerzen. Als er dann sein Handy aus der Brusttasche zog, bemerkte er, dass in dem Display eine Patrone steckte. Offenbar hatte der Täter ihn tatsächlich getroffen. Der eine Schuss, bam, direkt in die Brust. Aber das Handy war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat ihm das Leben gerettet. Nur eine klitzekleine Prellung hat er davon getragen. Das ist krass, oder? Das ist wie im Film. Da gibt es ja zahlreiche Filme hier. Ich kann mich gerade nur an keinen erinnern. Aber da gibt es so hier mit so einem Kompass oder einer Uhr oder einer Bibel und so weiter. Fällt euch so ein Film auch ein, wo einer so eine Kugel abkriegt und dann irgendwas das Leben rettet? Dann postet es unten in die Kommentare rein. Vielleicht trage ich mein Smartphone zukünftig auch an der Brust. Was haltet ihr vom Twerken? Seid ihr selbst passionierte Twerker? Und würdet ihr euch das Twerken verbieten lassen, wenn Mama oder Schule oder sonst irgendjemand sagt, du twerkst ab heute nicht mehr? Postet in die Kommentare. So, jetzt aber Spaß beiseite. Wir haben noch eine ernste Frage für euch und zwar: Was ist eigentlich eure Lieblings-App aktuell auf dem Smartphone? Dieses Handy vorhin war ja quasi eine Real-Life-Lifesaver-App. Deswegen eure Lieblings-Apps runter. So, hier drüben gibt es noch 2 weitere Videos von uns. Und hier unten könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Da ist Excalibur, das ist für alle Nerds. Und unten in der Videobeschreibung gibt es noch die Links zu Facebook, Instagram, Twitter und auch die YouTube-Kanäle von uns beiden. Das war's. Tschüss, wir gehen twerken. Ja. Nee, ich twerke nicht.